So, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, und zwar Minecraft Fallen für die Version 1.3.2 und das Ganze natürlich, wie ihr auch schon hört, in Deutsch. More World Options, World Tip, Super Flat, Bonus Chest ist jetzt erstmal egal, Allow Sheets ist auch egal, bla bla bla. Den Seed nenne ich jetzt einfach mal LP97XD. So, nee, ich mach mal hier Default. Dann kommt vielleicht was Schönes bei raus. Ihr seht ja, bla 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 bla. Creative und create a new world. Ba ba da ba, ba ba da ba ba. So, mal gucken, wo wir hier landen. Natürlich gleich erstmal im Dschungel mit Kakaobohnen. Den Seed kann man sich merken. Blöd gesagt, den Seed kann man sich echt merken. Kleine Dschungelinsel, das ist auch geil. Mir gefällt ja, du hast gleich Kakaobohnen. Dschungel, Wüste. Was sagt? Geil. Mir gefällt der Seed. Aber da vorne ist eine gerade Fläche. Gut. So. Und zwar habe ich jetzt einiges mit euch vor. Und zwar als erstes gibt es hier neuerdings diese Dinger. Dafür brauche ich dann auch noch Redstone und nehme ich mal die Dinger noch und brauche ich noch einen Baublock und brauche ich noch Seide. So, Brit. Ich nehme das Video jetzt ja am Montag auf, nach dem Wochenende von der Gamescom und halt auch vom Video Day. Und was ist denn eure Meinung so zum Video Day gewesen? Wie fandet ihr den Video Day? Und wie fandet ihr die Gamescom? Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, eure Meinung dazu. So, ich versuche das jetzt auch noch ein bisschen, ein wenig hübsch jedenfalls zu machen. So. Genau, jetzt kann ich das hier nicht wieder alles rausreißen, weil ich gerade nicht nachgedacht habe, weil ich über die Gamescom nachgedacht habe. So. Dann nehme ich jetzt mal Redstone Repeater, damit kann man die nämlich, finde ich, am besten anbinden. So. Das kann man jetzt zum Beispiel bei einem Mineingang bauen oder ähnliches. Ich versuche das gerade jetzt noch etwa. Gut hinzubekommen, so. So war das doch, oder? Ich muss jetzt einmal ganz bisschen gucken. So. Jetzt seht ihr hier, ist halt connected. So, eventuell macht man noch diesen Klotz darunter weg. Hat mich hier gerade was beschossen. Und macht darunter noch zum Beispiel Glowstone. Und hier drin drüben nehme ich mal ein anderes Beispiel. Und zwar eine, wenn ich das finde. Du. Ich bleib mal hierbei.
So, sechs Dateien wurden meinem Dropbox-Ordner hinzugefügt. Miau. Okay. Ich hasse diese Meldung. Zack, 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 einmal hier im Kreis rum. Verkehrte Höhe natürlich. So, das muss man natürlich alles dann versteckt anschließen. Ganz geheim. Das müsste jetzt eigentlich theoretisch gehen. Da hatte ich gerade einen Denkfehler, tut mir wirklich sehr doll leid. Aber jetzt wisst ihr auch schon, was man falsch machen kann. Und zwar muss natürlich hier ein Umkehrer rein, der mir das Signal umkehrt. Jetzt, was muss man auf dem Boden bauen? Das geht nicht. Oh mein Gott. Nerv mich jetzt nicht, Skype. So. 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 Sind die nämlich ausgefahren? Ich habe die nämlich jetzt auch dementsprechend ein zu weit. Oh mein Gott. Mal wieder ganz am Anfang hier geloost, aber. Lol. Lol. Geht doch. So. Dip. So, dann kommt da noch mal hin und dann und das dahin, das kommt dahin, dann wird wieder zugemauert und dann ist die Falle auch gleich fertig. So, man nehme halt an, ihr habt jetzt schon einen längeren Gang und immer wenn man über die Dinger geht, geht das Licht an. So. Man hätte die vielleicht noch einen nach vorne versetzen können. Und der Spieler sieht halt immer so, ah, geht Licht an, haha, und geht halt immer so weiter. Vielleicht ist es auch so dunkel, dass er es nicht sieht, aber es ist halt ein cooler Effekt, das kann man halt damit auch machen. Das ist einfach nur das Licht angeht. Da braucht ihr halt dieses Ganze hier hinten alles nicht. Da reicht halt einfach nur, das ist hier Seide, wie ihr gesehen habt, die ich gelegt habe. Ja. Dann geht der hier rüber. Und es würde normalerweise zerquetscht werden. Oder man kann auch den stylischen Weg nehmen. Ich habe ein tiefes Loch graben. Ja, grabe. So, wenn man im Game-Mode ist, kann man das machen, so wie ich. Wenn nicht, ist das halt ein bisschen Arbeit und man macht sich halt vorher einen Wasseraufzug, den kann man dann oben wieder wegnehmen, das Wasser. Und so kommt man selber wieder hoch, aber der andere halt nicht mehr. Oder man macht hier an der Seite, hier so gesagt, noch einen Schacht mit drunter. Und man baut sich über diesen Schacht nachher nach oben. Oh, ein Minenschacht, wo wir gerade von Schächten reden. Wettenkiste und Melonsamen. Ich hab gesagt, Wettenkiste und dann Melonsamen. Okay, bevor ich mich verlaufe. Ich wollte jetzt so, viele kennen ja wahrscheinlich Gronkh. Ist eigentlich eine dumme Frage, aber der hat ja so ein kleines Problem mit Melonsamen. Ich wollte jetzt einmal so einen auf cool machen und jetzt so zack, ha, Melonsamen und weitergraben. Fuck, wo sind die? Ich habe Melonen, das zählt auch.
So, weiter geht's nach unten. Bedrock und ich werde schon wieder in Skype angeschrieben. Schon ist da ein Loch drin. Jetzt fliege ich wieder nach oben. So. Leute, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und ich hoffe, es hat euch diese kleine Falle gefallen. Skype nervt nicht. Bis dann.